Ja, nach diesen wunderbaren Bildern aus dem Tessin und nach diesen vielen Mountainbikes wechseln wir wieder zurück in die Stadt, weil in der Stadt da lauern ganz viele Gefahren. Bei mir ist jetzt der Mann, der für die Sicherheit auf der Zürcher Straße sorgt. Er ist Leiter Verkehrssicherheit von der Stadt Zürich, der Werner Brucks. Werner, wir haben gestern schon darüber geredet. Wir haben gesagt, in der Stadt Zürich, Sicherheit für Velofahrer, stehen wir etwa bei einem knappen 5 auf einer Skala von 1 bis 10. Was würdest du sagen, wo sind die grössten Baustellen? Ja, die Einschätzung ist leider realistisch. Eine Baustelle haben wir gestern gehört. Unsere Infrastruktur langt nicht für die neuen Ansprüche. Es hat viel mehr Velo, es hat verschiedene Velo. Die andere Baustelle ist vielleicht auch das Verhalten. Und da sehen wir ja heute, was wir erreichen könnten, vielleicht wenn wir den Leuten solche Filme zeigen. Eben, es geht genau um diese Filme, weil man kann ganz sicher unterwegs sein, wenn man sich richtig verhält. Da haben wir ein Video für euch bereit gemacht. Das schauen wir uns zusammen an. Werner, klassische Situation, irgendwo in der Stadt Zürich, Parkplätze auf der rechten Seite. Und dann kommt ein Auto von links. Ja, da hat man jetzt schon gesehen, dass rechts an dem schwarzen Mini ist jemand ausgestiegen. Und da damit wollen wir sagen, als Velofahrer, du mit anderen mitdenken. Wenn du siehst, jemand steigt aus, dann könnte es auch passieren, dass dann auch der Fahrer aussteigt. Genau, dann schauen wir uns jetzt gerade nochmal an in der Wiederholung. Dort steigt rechts jemand aus, das sieht man jetzt sehr gut. Und dann muss man davon ausgehen, dass links ja auch noch einer hockt, weil normal, ausser es ist ein Engländer, der rechts das Steuerrad hat. Und jetzt geht die Türen offen und dann klopft es. Der fährt auch viel zu nahe an diesem Auto vorbei. Da hat es keinen Velostreifen. Er darf sich sicher auch in die Mitte der Straße orientieren. Mindestens 50, besser einen Meter Abstand ist die beste Massnahme, die man haben kann. Also auch da, wie im Moment halt das Motto, Abstand schützt dich da. Man kann einem Autofahrer nicht so einen grossen Vorwurf machen. Er hat Verantwortung. Aber man muss sich vorstellen, ein schnelles E-Bike, wo mit etwa 40 km/h kommt, das siehst du im Rückspiegel in 40 Meter Entfernung und dann ist es in einer Sekunde in deiner Autotür. Das stimmt. Also ich muss als Velofahrer selber aufpassen und wir haben es eben gesehen, zuerst Schulterblick und dann in die Mitte der Straße oder eben 1,5 Meter Abstand, etwa, dann kommt man sicher daran vorbei. Jetzt habe ich etwa das Problem, dass ich das mache, dass ich mit Abstand fahre und dann ist es aber zu eng, dann kann mir das Auto von hinten nicht wiederholen, dann kommen die Drängeln, es wird vielleicht sogar gehupet. Ist es denn wirklich okay, dass ich mitten auf der Straße fahre, in so einer Situation, die wir gerade gesehen haben, und den Verkehr blockiere? Ja, es gibt die Engnis und in dem Fall ist es okay, wenn man mit dem Velo sich ein bisschen in die Mitte orientiert und in dem Fall auch Autos hinten dran einem für eine gewisse Strecke müssen hinterherfahren, zum Beispiel an Haltestellen. Das ist okay. Wenn ein Bus von hinten kommt, dann habe ich immer ein bisschen schlechtes Gewissen, weil der ist ja ein bisschen unter Zeitdruck und so. Muss ich auf die Seite oder darf ich auch mit drin fahren und der Bus muss halt warten? Eigentlich gibt es fast keine Stelle, wo du auf dem gleichen Abschnitt oder auf der gleichen Strecke wie ein Bus musst fahren. Tram gibt es das noch eher. Und ja, auch das ist nicht einfach. Aber es ist besser, sich nicht beirren lassen. Mit dem gleichen Tempo weiterfahren. Auf dieser kurzen Strecke muss der Bus hinterher und das Tram auch. Also besser mal ein bisschen etwas blockieren und ein schlechtes Gewissen haben nachher und dafür keinen Unfall machen.